Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich meinen Lesemonat vom Monat April für dich und ich habe ziemlich viele Bücher gelesen, vermehrt wieder mal E-Books. Das erste E-Book war Without You von Michael Voss. In diesem Buch geht es um Luna und sie möchte endlich ihr Leben wieder in den Griff bekommen und kehrt dafür nach Hamburg zurück, von der sie verschwunden ist damals. Doch schon an ihrem allerersten Unitag merkt sie, dass es alles andere als einfach sein wird, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, denn sie steht schon da ihrem Ex gegenüber und merkt, dass sie immer noch Gefühle für ihn hat. Allerdings hat sie ihren Ex damals verlassen, nachdem dieser einen schweren Unfall hat, und sie hat niemals erzählt, warum sie überhaupt gegangen ist. Und deswegen weiß sie nicht, was sie jetzt machen soll und muss ihre Gefühle in den Griff kriegen, aber auch ihr Leben. Ja, die Geschichte war sehr, sehr flach. Ich wurde auch mit keinem einzigen der Protagonisten warm. Als Leser weiß man einfach auch schon, in welche Richtung diese Geschichte gehen wird, weil es einfach sehr, sehr vorhersehbar war. Ich habe mich durch dieses Buch mehr oder weniger durchgequält, obwohl ich die Idee sehr, sehr gut fand und auch den Schreibstil. Aber es war irgendwie immer nur der gleiche Trott und es gab kein Vorankommen. Deswegen hat das Monat leider mit einem Flop begonnen und es hat nur 1 von 5 Sternen verdient. Das nächste Buch war das allererste Buch, das ich von dem Autor Bernhard Eichner gelesen habe. Und zwar ist es Dunkelkammer, der erste Fall für den Bronski-Ermittler. Es ist Winter in Innsbruck und ein Obdachloser rettet sich vor der eisigen Kälte und dort betritt er eine Wohnung. Scheinbar ist sie leerstehend, doch was er dort in dieser Wohnung entdeckt, ist alles andere als normal, denn in dem Bett findet er eine kopflose Leiche. Sie ist schon mumifiziert und Hinweise ergeben, dass sie dort schon mehrere Jahre liegt. Er denkt sich gleich, dass es eine perfekte Geschichte werden würde für seinen Fotografen und langjährigen Freund Bronski und ruft diesen an. Bronski liebt es nämlich, Fotos von toten Menschen zu machen und entwickelt sie immer noch analog in seiner Dunkelkammer. Und deswegen lässt er sich das nicht zweimal sagen und fährt nach Innsbruck, gemeinsam mit seiner Kollegin, die einen Artikel dann schreiben sollte für eine Zeitung. Er möchte ja auch der Erste sein, der dann diese Fotos macht. Als er dann ankommt, ist das ziemlich erschreckend und hat noch keine Ahnung, dass dieser ganze Fall auch etwas mit ihm selbst und seinem Leben zu tun haben wird. Wer den Autor kennt, der weiß, dass sein Schreibstil ziemlich eigenwillig ist. Und genau das wusste ich nicht. Also ich habe mich erstmal ein bisschen einlesen müssen. Denn dieser Autor schreibt ganze Sätze, allerdings sind sie ziemlich abgehackt und enden plötzlich. Und er hat auch ganze Kapitel, wo Dialoge enthalten sind. Also die Dialoge sind nicht einfach so da, sondern sie sind wirklich nur in einem Kapitel aufgebaut. Daran musste ich mich erst ein bisschen gewöhnen und deswegen dauerte es ein kleines bisschen länger, bis ich in diesem Buch komplett drin war, als es vielleicht bei anderen sein sollte. Allerdings war der Plot richtig gut aufgebaut und auch das Buch hatte dann seine Spannung halten können von Anfang bis zum Ende. Nach der Hälfte war ich ungefähr schon so sicher, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte, was es alles mit Bronski zu tun hat, aber es gab trotzdem noch ziemlich viele Überraschungen und ich habe dieses Buch gerne gelesen und freue mich jetzt auch schon auf den zweiten Band, denn es ist, glaube ich, eine Trilogie. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich dann trotzdem noch, und zwar fand ich, es wurde den Ermittlern teilweise ein bisschen vielleicht zu leicht gemacht, aber ansonsten war es ein richtig tolles Buch, als ich mich dann an den Schreibstil gewöhnte, und deswegen hat es von mir 4 von 5 Sternen verdient. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, habe ich in einem Buddy Read gelesen, und zwar Don't Hate Me von Lena Kiefer. Das ist der zweite Band einer Trilogie und den mochte ich sogar viel, viel lieber als den ersten. Hier geht es um Kenzie und Liel und sie begegnen sich jetzt wieder, nachdem sie sich nicht so ganz im Guten getrennt haben, und das ist wirklich sehr, sehr großer Zufall, dass sie sich begegnen, denn Kenzie arbeitet bei seiner Mutter an einem Hotelprojekt und dort taucht er dann plötzlich auf und muss seine Mutter vertreten. Und anfangs wissen die beiden nicht, wie sie sich begegnen sollen, denn irgendwie klopft ihr Herz schon noch für den anderen, aber Kenzie ist einfach so zu verletzt und weiß nicht, wie sie eben jetzt noch Gefühle für ihn haben kann. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach für die beiden, aber sie merken dann trotzdem, dass sie sich nicht aus dem Weg gehen können und irgendwann einfach miteinander sprechen müssen. Wie gesagt, dieses Buch war besser als der erste Band, einfach weil es nicht so vorhersehbar war, denn mit dem ersten Band wusste man einfach schon viel zu viel, wie das Buch ausgehen wird, und hier war dieses Ende wirklich so gut, dass ich mir nur gedacht habe, wow! Also es war wirklich ein richtiger Cliffhanger und ich freue mich, dass ich im Buddy Read dann auch den dritten Band lesen werde. Und dieses Buch ist einfach eine stimmige New Adult Geschichte mit Höhen und Tiefen, wo auch sehr, sehr viel Drama passiert und es ist wirklich eine Storyline, die gut durchdacht ist. Ich finde auch den Schreibstil von Lena gut und deswegen hat dieses Buch von mir 4,5 von 5 Sternen verdient. Auch wieder eine New Adult Geschichte war Back to Us von Meghan Montgomery, aber da war ich nicht so überzeugt. Fleur und Aaron haben sich als Kinder geschworen, sich ewig zu lieben, doch dann kommt ihnen natürlich das Leben dazwischen und sie verlieren den Kontakt zueinander. Allerdings 13 Jahre später treffen sie wieder aufeinander, doch Aaron erkennt Fleur nicht wieder, da sie jetzt einen Künstlernamen hat und sie erkennt ihn allerdings sehr schnell wieder. Doch er hat nichts mehr mit dem Aaron zu tun, den sie als Kind kannte. Er ist nämlich oberflächlich, großkotzig und nur noch auf seinen Job fixiert. Fleur scheint es, als hätten sie sich einfach komplett in den Rollen getauscht und sie ist sich nicht ganz so sicher, ob sie Aaron jemals wiedererkennen will, aber ihre Gefühle sind einfach prompt wieder da. In dem Buch werden einige ernste Themen aufgegriffen, aber leider Gottes war der Rest um diese Geschichte sehr, sehr langweilig. Es geht sehr viel um Games und da bin ich einfach auch überhaupt nicht zu Hause. Es war mir nicht klar, dass es wirklich so auf Games fokussiert ist. Und deswegen konnte ich mich auch nicht so gut einlesen. Ich verstand auch nie die Chemie zwischen den beiden Hauptcharakteren. Die war nämlich für mich eigentlich komplett gar nicht da. Genauso habe ich nicht für sie empfunden einfach. Ich konnte mich auch einfach nicht in sie hineinlesen. Was ich sehr, sehr schade fand, denn an sich fand ich die Geschichte eigentlich ganz in Ordnung. Besonders dann nach dem letzten Viertel war es okay, weil es da wirklich dann das Drama um ihre Kindheit ein bisschen aufgearbeitet wurde. Es gab in dem Kapitel auch manchmal Rückblenden, einfach zwischendrin, eben was die Kindheit ein bisschen erzählt von den beiden. Das fand ich okay, aber der Rest um ihre Liebesgeschichte, das war wirklich nur langweilig und ich dachte mir irgendwann nur so, hoffentlich hat es endlich ein Vorankommen. Und auch wenn ich den Schreibstil von der Autorin feiere und das nicht das erste Buch ist, das ich von ihr gelesen habe, kann ich diesem Buch leider Gottes nur 2 von 5 Sternen geben. Als nächstes habe ich ein Buch von Andreas Gruber gelesen, und zwar Die Schwarze Dame. Es ist der Auftakt von der Peter Hogarth-Reihe und es war das erste Buch des Autoren. Und ich fand einfach, das merkte man. Also ich bin jetzt nicht so ganz begeistert von diesem Buch, leider. Peter Hogarth ist ein Versicherungsdetektiv und er wird jetzt nach Prag geschickt und soll da erstens die vermisste Frau finden und zweitens auch gleich klären, wo denn die Bilder sind und was sie dann herausgefunden hat, denn plötzlich ist sie verschwunden und keiner weiß mehr, wo sie ist. Und dort entdeckt er dann einige merkwürdige Sachen und muss dann sogar um sein Leben trachten. Ja, es ist einfach so, dass ich schon vom Klappentext her dachte, muss das sein? Also ich muss sagen, der zweite Band interessiert mich auch schon vom Klappentext her viel mehr. Und dann habe ich angefangen zu lesen und dachte mir dann wirklich, okay, also es fühlte sich ein bisschen an wie so ein Stadtführer, also wie wenn ich einfach so durch Prag laufen würde mit ihm mit. Die Ermittlung kam ein bisschen zu kurz, es gab schon das ein oder andere Dramatische, aber es war jetzt wirklich nicht das, was ich von Gruber kenne und was ich von ihm erwarte, eigentlich. Aber wahrscheinlich ist es halt so, dass es das erste Buch des Autoren ist und er da eben noch nicht so schreiben konnte, wie natürlich jetzt zum Beispiel bei der Todesreihe. Für mich war es einfach eine Geschichte, die wenig Spannung beinhaltete, die ich dann noch gerne gelesen habe, ich auch ziemlich schnell beendet hatte, aber sie war halt jetzt nicht boom, mein absolutes Highlight sozusagen und deswegen hat dieses Buch von mir nur 3,5 von 5 Sternen verdient und ich hoffe, dass das nächste Buch von der Hogarth-Reihe besser ist, denn ich werde auf jeden Fall weiterlesen, denn ich habe die anderen zwei noch da. Und das letzte E-Book, das ich gelesen habe, war von Nena Dramotani, Fly and Forget, was mir unglaublich gut gefallen hat. In diesem Buch geht es um Liv und sie steht vor den Scherben ihrer Beziehung, denn sie endete nach ein paar Jahren. Nun steht sie quasi auf der Straße und muss sich eine eigene Wohnung suchen und trifft dort plötzlich auf eine Frau, die ihr anbietet, in ihrer WG zu wohnen. Und sie entschließt sich dafür, nichts ahnend, wer der einzige männliche Mitbewohner ist, denn das ist ein langjähriger Freund von ihr, und die haben sich plötzlich aus den Augen verloren. Es war ihr bester Freund damals und sie dachte eigentlich, sie kennt ihn in- und auswendig. Doch nun ist er ganz anders geworden. Er ist einfach ein Fuckboy sozusagen. Und der schleppt wirklich jede Nacht jemand anderen ab. Und trotzdem weiß Liv, dass er anders sein kann. Und sie schreibt einen Artikel über einen Fuckboy in ihrer Zeitung. Und das wird genau dann ihr Versuchskaninchen. Nichts ahnend, dass ihre Gefühle da ihr einen Strich durch die Rechnung ziehen können. Ich fand dieses Buch wirklich richtig toll und es war endlich mal wieder ein gelungenes New Adult Buch, das ich gelesen habe. Es war einfach herzlich, die beiden zu erleben und man merkte einfach so die Verbindung zwischen ihnen, dass sie sich ja schon im Frühjahr kannten und man merkte auch die Unsicherheit zwischen ihnen einfach ein bisschen. Man versteht schon als Leser auch, warum die Beziehung so sein soll, wie sie eben ist. Es ist eine stimmige Geschichte und es gab auch Rückblenden, die in kursiven Text gehalten sind. Dort wurde ein bisschen die Kindheit von ihnen erzählt und was sie alles so erlebt haben und das fand ich sehr, sehr gut, denn dann hatte man eben noch ein bisschen mehr Gefühle für die beiden und konnte ein bisschen mehr nachvollziehen, was die beiden denn so füreinander empfinden und was sie alles so miterlebt haben. Das finde ich immer super bei solchen Geschichten. Es ist auch keine 0815-Liebesgeschichte, wie man sie sonst so von New Adult Büchern zum Beispiel liest und das fand ich auch sehr, sehr positiv. Auch der Schreibstil der Autorin ist richtig gut und es gibt hier auf jeden Fall noch einen zweiten und einen dritten Band, die erscheinen allerdings erst und ich denke mal, ich werde die auf jeden Fall auch lesen und werde da dranbleiben. Denn diese Geschichte hat mir wirklich unglaublich zugesagt und war auch ein sehr, sehr gutes Abschlussbuch für den Monat April. Und das war auch schon mein Lesemonat vom Monat April. Ich hoffe sehr, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann kannst du mir gerne eine positive Bewertung da lassen. Du kannst auch sehr, sehr gerne einen Kommentar schreiben, darüber freue ich mich immer. Und hier drüben verlinke ich dir noch zwei andere Videos, wo du gerne vorbeigucken kannst. Und hier kannst du auch vorbeiklicken, da hast du mir dann ein Abo dagelassen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, hau raus, mach es gut, ciao.